Liebe Grüße aus dem wunderschönen Lübeck und heute ist der beste Tag deines Lebens und der beste Tag meines Lebens. Und ich bekomme ja immer sehr viele wundervolle Kommentare von euch, von dir und natürlich, und ich habe eine Videothemenliste, wo ich alle zukünftigen Videothemen aufschreibe und immer wenn ich dann wie jetzt, also mir überlege, dass ich wieder ein Video oder einen Podcast-Beitrag mache, dann schaue ich auf diese Liste und gucke, wozu habe ich gerade am meisten Energie. Und dazu mache ich dann einen Beitrag. Und eine Frage, die oder ein Wunsch, der kam, war, dass ich nochmal einen Beitrag darüber mache, wie für mich der Wechsel war. Also ich war ja knapp 4 Monate in Asien, jetzt den vergangenen Winter. Und wie es für mich war, wieder in Deutschland anzukommen und wieder in diesem normalen deutschen Alltag anzukommen. Das hat viel interessiert und deswegen, ja, teile ich das jetzt mit dir. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ja, es war wirklich, wirklich gemischt, weil zum einen, ja, dieses Reisen, also wer länger gereist ist, kennt das. Es ist einfach so ein tolles Gefühl von Freiheit. Man, es ist alles neu und jeder Tag ist neu und du entdeckst immer wieder neue Dinge und du bist natürlich nicht in deinem, oder ich war nicht in meinem normalen Tagesablauf drinne. Und das war einfach so toll, immer wieder neue Menschen zu treffen, wunderschöne Natur zu erleben, im Warmen zu sein. Das Wasser in Thailand, das hat ja Badewannentemperatur und ich bin leidenschaftlicher Schwimmer. Das heißt, ich bin jeden Tag ungefähr 2 Stunden da wirklich an der Küste entlang geschwommen und habe das total genossen, in diesem wohlig weichen Wasser zu sein und nie kalt zu werden. Was man ja hier, also heute Morgen war ich gerade in dem Fluss, wo ich lebe, in der Wakenitz. Es ist unglaublich. Also wir haben gerade so einen Temperaturabsturz gehabt und wenn ich da rauskomme, dann bin ich einfach richtig, richtig kalt. Das ist also wirklich alleine das ist schon wirklich ein großer Unterschied. Ja, also dieses Gefühl von Freiheit war halt besonders, besonders schön in Thailand und auf Bali. Und dass es so viele, wir waren ja an so Orten, wo eben es ganz viele alternative Projekte gibt, ja, vegane Restaurants, spirituelle Zentren, Yoga, Retreats, Detox Center, also wirklich das Mekka der alternativen spirituellen Kultur. Und das war natürlich total schön. Wirklich in so einem Feld zu sein, wo du ständig überall Menschen triffst, die irgendwie auf dem gleichen Weg sind, wo man sofort, du gehst in irgendein veganes Restaurant und triffst sofort Menschen und unterhältst dich mit denen über digitales Nomadentum oder über ganzheitlichen Business oder über die letzte Magic Mushrooms Erfahrung. Und das ist einfach total schön. Und was für mich eine, und ich habe auch dieses, ja, vor allen Dingen auch dieses Essen, diese Vielfalt, diese vielen veganen Köstlichkeiten, fast jedes Restaurant hatte irgendwelche tollen Raw-Cakes, das habe ich sehr, sehr genossen. Was ein bisschen, was für mich eine Herausforderung war, war, dass ich, wenn ich in Deutschland bin, lebe ich ja 100% Bio. Das heißt, ich kaufe wirklich 100% nur Bio-Lebensmittel oder sammle mir halt meine Kräuter selbst. Und Großteil kaufe ich natürlich in meinem eigenen Shop, logischerweise. Und das ist halt da ganz schwer. Also du kriegst kaum Bio-Sachen. Und das heißt, wenn man da jetzt ist, man weiß einfach nicht, welche. Und gerade in den asiatischen Ländern ist ja das noch schlimmer als in Europa mit den Pestiziden. Das heißt, da gibt es noch weniger Kontrollen. Das heißt, du weißt einfach nicht, wie viel Pestizide du aufnimmst, wenn du da isst, egal ob das jetzt ein veganes Restaurant ist oder nicht. Und das heißt, Bio ist da eigentlich, gibt es da eigentlich nicht. Auch kein Bio-Großhändler und sowas. Und das fand ich war schon ein großer Nachteil, das erste Mal seit über 30 Jahren mal nicht Bio essen zu können und dann auch nicht zu wissen, welche Gifte ich da aufnehme. Ich bin gerade dabei, massiv wieder zu entgiften und habe auch ein tolles neues Produkt entwickelt, aber das in einem späteren Video. Ja, und dann sind wir nach dieser, aber das war wirklich das Einzigste. Ja, dann sind wir wieder zurück und der Wechsel war schon, gut, es war ein bisschen, ja, nochmal sehr besonders, weil meine Mutter gestorben war, als wir auf Bali waren.
und ich sozusagen direkt zurück musste oder wir zurück mussten eben direkt zur Beerdigung. Und das ist natürlich dadurch nochmal also ein ganz besonderer Wechsel gewesen. Ne, also von der Wärme in die Kälte und dann noch zu so einer Veranstaltung, obwohl es natürlich total schön war, meine Familie wiederzusehen und obwohl es ein sehr trauriger Anlass war und meine Verwandten und Freunde und so. Ja, das war also schon erstmal, klar, es sind einfach völlig unterschiedliche Welten. Ne? Diese Welten, die sind so unterschiedlich, dass man sich das kaum vorstellen kann. Und jetzt bin ich halt mittlerweile auch wieder ganz angekommen in Deutschland, in Lübeck. Und es gibt auch vieles, was ich in Deutschland sehr, sehr schätze. Also ich schätze eben, ich bin ja hier in Lübeck und habe meine wundervolle Firma. Olli steht ja gerade hinter der Kamera, das ist ja ein wichtiger Teil des Regenbogenkreisprojektes. Also wirklich so tolle Menschen. Wir haben unsere Firma ist ja am Park in Lübeck, mit wunderschönem Garten. Und einfach im Kontakt mit diesen tollen Leuten zu sein, das gibt mir total viel. Das ist wie so eine Art Gemeinschaft für mich. Und ja, dann meine Freunde hier. Bin in verschiedenen Tanzgruppen, weil ich leidenschaftlicher Tänzer bin. Und das ist einfach so schön, diese Kontakte zu haben. Und es gibt schon wirklich sehr, sehr viel, was ich absolut schätze. Ich schätze die Fülle an Bio-Lebensmitteln, dass ich hier wirklich, ja, das ist auch noch ein Unterschied war, als ich auf Reisen war, konnte ich natürlich logischerweise kaum was mitnehmen. Und hier, wenn ich jetzt hier bin, habe ich eine gigantische Fülle an Superfoods und Bio-Lebensmitteln, was ich sehr genieße. Dass ich also auch wirklich mich besser um meine Gesundheit kümmern kann, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe, als wenn ich reise. Das ist auch ein großer Vorteil. Ja, und naja, und dann gibt es natürlich auch so die andere Seite. Ne? Die andere Seite, das sind so wie Abmahnungen zu bekommen, irgendwelche Strafzettel, Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt, so diese ganzen netten Dinge, die man hier in Deutschland zuhauf hat, ja. GEZ-Klage gegen, ne, habe ich die Klage gegen GEZ verloren und muss diese ganzen Gelder nachzahlen, weil sonst der Gerichtsvollzieher kommt. Das sind so Dinge, die hasse ich wirklich an Deutschland, ja. Also dieses System, was so eng ist und wo gefühlt wirklich jeder einzelne Schritt irgendwie staatlich kontrolliert wird. Das ist etwas, was ich wirklich, also was, wenn ich hier nicht so viele tolle Kontakte hätte und meine Firma und meine Familie natürlich und mein Sohn, mit dem ich eine wunderschöne Zeit immer wieder habe, dann würde ich wirklich auswandern. Aber nun, naja, ich muss halt einfach mit diesem System hier mich arrangieren, soweit es geht. Versuche natürlich so viel wie möglich aufzuklären, weil ich möchte, dass sich dieses kranke alte System wirklich verändert und abschafft. Und ich kann natürlich hier auch viel mehr bewegen, wenn ich in Deutschland bin, weil das ist meine Sprache. Ich habe Kontakte, sehr, sehr viele tolle Kontakte, die ich seit über 30 Jahren in der alternativ-spirituellen Szene aufgebaut habe. Das ist natürlich in Thailand überhaupt nicht der Fall. Da hat man natürlich die Sprachbarriere. Das heißt, ja, und das ist natürlich Heimat. Ja. Wir sind hier zu Hause. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt dauerhaft in einem anderen Land leben würde, ob ich mich dauerhaft dann weiterhin auch so frei fühlen würde oder ob ich dann auch irgendwann Stress mit irgendwelchen Behörden bekommen würde wegen irgendwas. Ja. Das weiß ich nicht. Im Moment weiß ich, dass ich einfach ja, hier zu Hause bin und dass auch das Bewusstsein in Deutschland, so viele Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, so viele Menschen, die engagiert sind für Umweltschutz, für nachhaltiges Leben, für Plastikfreiheit. In Deutschland ist schon ein sehr, sehr hohes Bewusstsein im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Also es gibt hier auch wirklich viele, viele Vorteile. Und wie gesagt, wir sind ja, also ich bin hier geboren, meine Familie lebt hier, bis auf meine Schwester. Das ist halt Heimat und Heimat ist halt auch, hat auch einen Wert. Das sind unsere Wurzeln und das ist auch nicht zu unterschätzen. Sehr gute Freunde von mir, mit denen ich auch ein Video gemacht habe, mit Feli und Markus oder Sonic und Yara, die lieben das ja, in der Welt rumzureisen und unterwegs zu sein und die zieht es überhaupt nicht nach Deutschland. So hat halt jeder so seinen eigenen Weg. Im Moment bin ich hier und versuche das zu genießen. So gut es geht. Und letztendlich ist ja das Gefühl von Freiheit
Ja, immer ein inneres Gefühl. Also das Gefühl von Lebendigkeit ist ein inneres Gefühl. Ich entscheide darüber, was ich denke, was ich fühle, was ich sage. Ich erschaffe mir meine Realität, egal wo ich bin. Und das ist für mich das Entscheidende. Das heißt, wenn ich in mir glücklich bin, dann kann ich überall auf der Welt glücklich sein. Und ja, das ist mein Schlusswort an dich. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn du weitere Fragen dazu hast oder Anregungen, schreib es gerne in die Kommentare. Und wenn mehrere Fragen, Anregungen zu einem Thema kommen, mache ich auch gerne wieder ein Video dazu. Wenn ich merke, dass da wirklich Bedarf besteht oder eben Podcast-Beitrag. Und ja, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, freue ich mich über dein Like und dass du unsere Kanäle abonnierst, wenn du das noch nicht getan hast. Und ich danke dir fürs Zuschauen und Zuhören. Und mal sehen, ob ich es heute nochmal wage, in die eiskalte Wakenitz zu springen. Also, bis gleich. Dein Matthias.